Moin Leute, ich bin's, Timo von Waldkult. Ich habe für euch im Internet recherchiert und einen super Bushcraft und Outdoor und Mittelalterladen gesucht. Hab ihn auch gefunden, das ist lederkram.de. Die haben mir ganz exklusiv für euch zwei Feuerstähle aus diesem Sortiment hier zur Verfügung gestellt, die ich euch nachher anbiete. Die werde ich verlosen und ja, dazu später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zu den Feuerstählen. Einen Feuerstahl habe ich bereits verlost, der geht an den Headhunter. Ja, du bekommst diese wunderschöne gestockte Buche hier. Gefällt mir besonders gut. Leider werde ich diesen Feuerstahl zu Testzwecken mal missbrauchen. Also der wird nicht ganz neu bei dir ankommen, aber du wirst noch viel Spaß damit haben. Ja, das ist die allseits bekannte Birkenrinde. Ich werde die jetzt mal ein bisschen aufrauen und dann versuchen mit dem Feuerstahl zu entzünden. Hier diese kleinen Fäden, die brauchen wir, die zünden wahnsinnig gut. Diese dünne Außenschicht. Ja, wie man sehen kann, brennt das Zeug einfach richtig gut. Und der Feuerstahl ist absolut einsatzbereit. Übrigens stellen die auch handgeschmiedete Reibeplättchen her, so nenne ich die einfach mal. Die sehen sehr urig aus und ja, gefallen mir sehr gut. Da gibt es verschiedene Versionen. Hier gibt es auch noch so eine Version oder halt so. Je nach Geschmack kann man sich da individuell entscheiden. Ja, von den ganzen könnt ihr euch hier jeweils einen aussuchen. Zwei Stück stehen zur Verlosung. Einer ist, wie gesagt, schon weg. Es gibt hier aus Rentier, Rothirsch, hier sogar auch Knochen. Dann haben wir hier Eibe. Finde ich auch sehr schön. Dann weiter geht es hier mit der Buche, die leider schon weg ist vom Headhunter. Dann nochmal Buche, Eibe, dann Nuss und Schlichtnuss. Das ist hier wohl das günstigste Exemplar. Ja, da gibt es natürlich dann verschiedene Größen. Je nach Geschmack kann man sich das selber zusammenstellen. Ganz individuell. Auch hier so richtige Ballermänner gibt es dabei. Und zum Anreiben gibt es natürlich auch noch schöne Reibeflächen. Die kann man sich auch individuell gestalten lassen. Die Verlosung läuft wie folgt ab. Ihr schickt mir eine Postkarte oder einen Brief an meine Adresse, die werde ich hier einblenden, mit dem Hashtag Pornobrille. Und ja, schreibt mir halt eure Erlebnisse bei einer Wanderung, bei einem Abenteuer. Und unter den ganzen Einsendungen werde ich zwei Stück auserwählen und die dann anschreiben. Vorausgesetzt, ihr habt einen YouTube-Kanal, da kann ich euch anschreiben. Wenn nicht, reicht auch eine E-Mail-Adresse. Und ihr könnt euch dann einen von den ganzen aussuchen. Ja, wie man im Test sehen konnte, funktionieren die einwandfrei und sind von einer sehr guten Qualität. Und ja, mir gefallen die besonders gut, weil man hier individuell sich die Dinger selbst zusammenstellen kann und passend auf seine Ausrüstung zuschneiden kann. Es ist eine super Sache. Geht mal auf die Seite, guckt euch das Ganze an. Wird sehr interessant sein. Die haben ein riesen Sortiment von Ausrüstung und Gegenständen, die euch wahrscheinlich zusagen werden. Ja, danke Helena, dass du uns das hier so zur Verfügung stellen kannst. Bis zum nächsten Mal, euer Timo von Waldkult.